Kirche und Staat 20 Jahre nach dem Fall der Mauer lautete das Thema im Mittelpunkt der Vollversammlung der Bischofskonferenzen von Europa, die vom 1. bis 4. Oktober in Paris stattfand. Es wurde über den Begriff des Laientums, die anthropologischen und philosophischen Grundsätze der Beziehung von Staat und Religion, die Religion und das Recht, die Genderideologie und die bioethischen Probleme in Rechtssystemen der europäischen Länder gesprochen. Die Teilnehmer stellten fest, dass die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Sachen des Rechts, der Gesellschaft und der Wirtschaft in den verschiedenen europäischen Ländern sehr von der Tradition und der Kultur des jeweiligen Volkes abhängen und es deswegen keine einfache Lösung für alle Probleme gleichzeitig geben könne. Aus diesem Grund kann die Europäische Union diese Themen nicht regeln, da sie in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen. Während der Vollversammlung wurden verschiedene Modelle des Laienstatus besprochen. Es wurde des Weiteren gesagt, dass der Staat nicht imstande sei, den Sinn des menschlichen Lebens festzustellen, genauso wenig wie Themen des Lebens vor der Geburt und des Todes des Individuums. In diesem Zusammenhang stellte Kardinal Peter Erdö, Präsident der CCEE, fest: Wir sind es, die religiöse Gemeinschaft, die eine Weltanschauung anbieten und diese Weltanschauung an alle anderen weitergeben kann. Und ohne eine solche Weltanschauung, ohne eine Sammlung von Werten, kann nicht einmal ein Rechtssystem funktionieren. Die Alternative ist Anarchie. Quindi l'alternativa è l'anarchia. In der Veröffentlichung am Ende der Versammlung der 37 Bischofskonferenzen Europas erinnerten die Bischöfe daran, dass Europa wieder aufzubauen eine Aufgabe sei, die sich lohne anzugehen. Wie dies geschehen soll, erklärte der Präsident auf folgende Weise: Lo spirito viene per primo. Der Geist weht und kann die materiellen Umstände ändern. Die Bekehrung unserer Herzen muss zuerst geschehen, denn eine missionarische Die Bekehrung unserer Herzen muss zuerst geschehen, dann eine missionarische Aktivität gelehrt werden. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der man das Evangelium überhaupt nicht mehr kennt. Also müssen wir mit Ruhe und Freude unsere Mission als Christen leben. Con gioia la nostra missione da cristiani.